Guten Tag. Der Titel heute ist Nehemias Kampf für die Einheit. Der Text ist Nehemia Kapitel 5. Geht über Verse 1 bis 19. Leitvers ist der Vers 15. Denn die früheren Statthalter, die vor mir gewesen waren, hatten das Volk belastet und hatten für Brot und Wein täglich 40 Silberstücke von ihnen genommen. Auch ihre Leute waren gewalttätig mit dem Volk umgegangen. Ich aber tat nicht so um der Furcht Gottes willen. Lass uns diesen Leitvers 15 zu Beginn zusammenlesen. 15? Bitte? Die frühe hatten das Volk belastet, taten für Brot und Wein täglich 40 Silberstücke von ihnen genommen. Auch ihre Leute waren gewalttätig mit dem Volk umgegangen. Ich aber tat nicht so um der Furcht Gottes willen. Ja. Ja, lass uns zu Beginn kurz beten. Lieber Vater, hab vielen Dank, dass du uns dein Wort aus dem Buch Nehemia schenkst, dass du uns neue Visionen und für die geistliche Erneuerung und Erweckung in Europa unserer Generation schenkt und dass uns auch eine persönliche neue Entscheidung schenkt, jeder von uns als ein geistlicher Leiter wie Nehemia gebraucht zu werden und geistliche Verantwortung für dieses Werk der Erneuerung zu übernehmen. Bitte sei bei uns in dieser Stunde mit deinem Heiligen Geist und gib uns deine Einsicht. Ich bete in Jesu Namen. Amen. In der vergangenen Lektion aus dem zweiten Teil von Kapitel 3 und Kapitel 4 sahen wir, wie die Gegner des Werkes des Wiederaufbaus der Mauer in Jerusalem auf den mutigen und einmütigen Anfang der Bauarbeiten reagierten. Zunächst verspotteten sie die Juden, danach versuchten sie, sie sogar zu töten. Nehemia und die Juden sahen hilflos ihren Feinden ausgeliefert aus. Aber sie beteten zu Gott, stellten Wachen auf und trugen stets ihre Waffen bei sich. So blieben sie allezeit wachsam und wehrfähig und arbeiteten weiter. Als sie durch die Ermutigung Nehemias sich nicht einschüchtern ließen, sondern weiterarbeiteten, gewannen sie neuen Mut und fertigten die Hälfte des Werkes aus. Lasst uns durch die Anfechtungen und Angriffe des Feindes des Werkes Gottes noch mehr Mut für das Werk Gottes gewinnen und wie die Juden arbeiten und kämpfen, indem wir sowohl den praktischen Glaubenskampf führen, als auch Bibelstudium und Gebet treu halten. In der heutigen Lektion aus Kapitel 5 lernen wir, wie Nehemia und das Volk einer ganz anderen Art von Anfechtung begegnete. Es war eine Anfechtung von innen. Anfechtungen von innen sind mindestens genauso ernsthaft und schwierig wie die von außen. Satan wollte die Einheit der Juden für das Werk des Wiederaufbaus zerstören und dadurch ihr Ziel vereiteln. Satan wollte, dass die Juden weiterhin hilflos und ein Gespött für die Heiden blieben. Aber Nehemia überwand mit der Weisheit Gottes und mit seinem persönlichen Vorbild die Anfechtung. Durch ihn lernen wir noch einmal das Bild des guten Hirten, der vor den Schafen hergeht. Wir lernen auch, dass die Einheit wichtiger ist als der persönliche Gewinn, als das Geld und wichtiger noch als die Frage nach der Schuld. Gott möge jeden von uns als einen Nehemia für unsere Generation und für die Wiederherstellung der geistlichen Mauern Europas kostbar gebrauchen. Gott möge jedem von uns geistliche Einsicht geben. Erstens, die Beschwerden der Armen. Verse 1 bis 13. Sehen wir uns Vers 1 an. Lasst uns Vers 1 gemeinsam lesen. Bitte.
Und es erhob sich ein großes Geschrei der Leute aus dem Volk und ihrer Frauen gegen ihre jüdischen Brüder. In diesem Abschnitt erfahren wir die Wut und den Kummer von vielen Juden gegen die reichen Vornehmen und Ratsherren, die ihre jüdischen Glaubensgeschwister waren und mit denen sie für den Bau der Mauern täglich zusammenarbeiteten. Sie hatten alle zusammen durch die Ermutigung Nehemias mit gutem Motiv aus Liebe zu Gott und Liebe zu dem Volk Gottes die Arbeit des Wiederaufbaus angefangen. Aber ihre Situation war unerträglich geworden. Sie kamen nun zu Nehemia, damit er sich mit ihrem Anliegen auseinandersetzte. Betrachten wir aber ihre Beschwerde noch etwas genauer. Sehen wir es und lesen gemeinsam die Verse 2 bis 5. Bitte? Die einen sprachen, unsere Söhne und Töchter müssen wir verpfänden, um Getreide zu kaufen, damit wir essen und leben können. Die anderen sprachen, unsere Äcker, Weinberge und Häuser müssen wir versetzen, damit wir Getreide kaufen können in dieser Hungerzeit. Und wieder andere sprachen, wir haben auf unsere Äcker und Weinberge Geld aufnehmen müssen, um dem König Steuern zahlen zu können. Nun sind wir doch wie unsere Brüder, die von gleichem Fleisch und Blut, und unsere Kinder sind wie ihre Kinder. Und siehe, wir müssen unsere Söhne und Töchter als Sklaven dienen lassen. Und schon sind einige unserer Töchter erniedrigt worden. Und wir können nichts dagegen tun. Und unsere Äcker und Weinberge gehören anderen. Hier erstens, ihre persönliche Situation war unerträglich. Wegen einer Hungerzeit hatten diese Juden nichts mehr zu essen gehabt. Sie waren gezwungen gewesen, ihr Land und alles, was sie hatten, zu verkaufen und sich sogar viel, viel zu verschulden. Noch dazu litten sie unter den überhöhten Steuerforderungen des königlichen Finanzamtes. Als sie nicht mehr zahlen konnten, zwang man sie, ihre Kinder als Sklaven dienen zu lassen, sogar unter den jüdischen Brüdern. Als es sogar mehrmals vorkam, dass einige ihrer Kinder, sogar Mädchen, belästigt wurden, kam das fast zum Überlaufen. Sie konnten diese Situation nicht mehr tragen. Sie hatten gut angefangen, aber nun hörten sie immer mehr Satans Stimme im Ohr. Sei nicht dumm, nimm dein Schicksal selbst in die Hand. Zweitens, die Ungleichheit unter jüdischen Geschwistern verletzte sie. Eine Hierarchie hätten sie, mehr und mehr sahen die verschuldeten Juden, denen die Kinder weggenommen worden waren, dass die Einheit und die Brüderlichkeit im Bau nicht rein und nicht echt, sondern geheuchelt war. In der Tat fühlten sie sich nicht gleich wertvoll wie die anderen. Drittens, sie wurden von den Vornehmen und Ratsherren missbraucht. Eine Hierarchie hätten sie akzeptiert, aber der Missbrauch ihrer Kinder und besonders ihrer jungen Töchter zerriss ihre Herzen als Eltern. Wegen des verantwortungslosen Handelns einiger schaffte es Satan, Zweifel an die Souveränität Gottes in ihr Herz einzupflanzen. Es war eine sehr gefährliche Situation. Was tat nun Nehemia? Sehen wir uns die Verse 6 und 7a an. Nur den ersten Satz aus 7. So, bitte. Als ich aber ihr Schreien und diese Worte hörte, wurde ich sehr zornig. Und ich hielt Rat mit mir selbst. Bis dahin. Dankeschön. Okay. Das war nicht Satz. Okay, dankeschön. Nehemia nahm das Anliegen der Menschen auf. Er war zornig, indem er an das verantwortungslose Handeln einiger verdorbener Vornehmer und Ratsherren dachte. Die gemeinsame Arbeit an der Mauer brachte nun tiefere Anliegen und Beziehungsprobleme unter ihnen ans Licht, über die man sonst nicht sprach. Jetzt mussten diese Anliegen aufgrund mit der Hilfe Gottes gelöst werden. Auch unter uns, weil wir nicht aneinander vorbeileben,
sondern eine Lebensgemeinschaft führen. Und weil wir täglich miteinander zusammenarbeiten, jung und alt und Mitarbeiter und Studenten, deswegen kommen auf verschiedene Weise Anliegen von uns zutage. Doch das sollen wir nicht für ein Problem, sondern für eine Gelegenheit halten, voneinander zu lernen und eine Einheit zu werden. Wir müssen alle Anliegen der Zusammenarbeit ernsthaft zu Gott bringen und um Weisheit bitten, um eine Einheit zu bilden und Gott zu erfreuen. Probleme in der Zusammenarbeit sind die Gelegenheit, eine Einheit zu bilden. Nehemia berief eine große öffentliche Versammlung und tadelte die Reichen öffentlich für ihr Wuchern bei den Ärmsten ihrer Geschwister. Eigentlich hatten sich alle Juden gemeinsam bemüht, die jüdischen Geschwister, die Heiden gedient hatten, abzukaufen. Aber einige Vornehme und Ratsherren verkauften sie schon wieder, sodass sie ihre Bemühung zunichte machten. Aber Nehemia tadelte nicht bloß ihre unmoralische Tat. Er führte sie auch zu Gott, indem er ihr geistliches Anliegen ansprach. Es mangelte ihnen an Gottesfurcht. Weil sie keine Gottesfurcht hatten, konnten sie sowas tun und Gott und seinem Volk Schande bereiten und die Einheit im Volk zerstören. Auf die moralischen Verfehlungen der Menschen zu schauen und sie zu korrigieren zu versuchen, ist leicht. Aber wir müssen auch einen Schritt weitergehen, dahinter schauen, auf das geistliche Anliegen. Gier, Hochmut, Faulheit, Begierde, sie haben alle geistliche Anliegen dahinter. Diese sind nur die Konsequenzen unserer Trennung von Gott. Wenn wir die geistlichen Anliegen nicht behandeln, dann können wir keine Umkehr und keinen dauerhaften Segen Gottes erfahren. Deswegen ist es so wichtig, dass Nehemia die mangelnde Gottesfurcht tadelte. Europa hat im 20. Jahrhundert zwei Weltkriege und unendliches Leid und Zerstörung in die Welt gebracht. Doch trotzdem haben wir uns nicht mit unseren geistlichen Anliegen, mit unserer Abkehr von Gott, mit unserer Feindschaft gegen Gott auseinandergesetzt. Intellektuelle waren entschlossen, die Fehler der Vergangenheit nicht nochmal zu begehen und sagten, nie wieder Krieg. Es waren ehrliche und ernsthaft gemeinte Worte. Aber der Mensch ist eben nur ein sündiger Mensch. Ohne dass wir erkennen und bekennen, dass wir hilflose und verdorbene Sünder sind und dass wir die Hilfe Gottes dringend brauchen. Und ohne dass wir zu ihm zurückkehren, können wir keine wahre Veränderung der Geschichte Europas erfahren. Es gibt ja Beispiele, dass ein Ende des Teufelskreises der Geschichte und eine Veränderung eines Volkes möglich ist. Vielen bekannt ist die Geschichte des Indianerstammes der Aucas unter dem amerikanischen Missionar Jim Elliot. Die Aucas waren ein brutales Indianervolk, das seine internen Auseinandersetzungen durch brutale Morde seit Jahrzehnten austrug. Sie brachten schließlich auch Jim Elliot und seine vier Missionarfreunde um, als sie versuchten, sie als Freunde zu gewinnen. Doch die Liebe der Missionare für dieses Volk ging über ihren Tod hinaus. Die junge Witwe von Jim Elliot zog mit ihrer jungen Tochter ins Dorf der Aucas und lebte mit ihnen, bis dieses Volk die vergebende Liebe Gottes erkannte und sich zu Jesus Christus bekehrte. Da wurde die Geschichte dieses Volkes ganz neu durch ihre Umkehr zu Gott. Sie wurden alle zu Zeugen Jesu Christi und zu Zeugen der Liebe Gottes in der ganzen Welt. Viele von ihnen bezeugen noch heute aktiv Gottes Liebe zu ihnen in der ganzen Welt, dem einstigen Volk von Mördern. Als John Wesley und George Whitefield in Großbritannien unermüdlich predigten, verschwand der Alkoholismus über weite Landstriche Großbritanniens. Der Charakter, der Geist und das Leben dieses Volkes wurde auf Generationen hinaus verändert und geprägt.
weil Gottes Leute den Menschen mit Gottes Wort und geistlichen Anliegen dienten, konnte schließlich ihr Leben und ihre Geschichte verändert werden. Darum brauchen wir auch heute Leiter wie Nehemia, die mit geistlicher Einsicht und mit den geistlichen Anliegen unseres Landes und Europas für diesen Kontinent beten und die Wahrheit unermüdlich verkündigen. Denn auch wenn es unmöglich aussieht, diese Beispiele machen klar, wir können auch als ein Kontinent umkehren und neue Geschichte für Europa schreiben. Dank sei Gott, dass er in unserer Gemeinde in UBF solche Leiter aufgestellt hat, indem er junge Menschen aus Korea als Missionare nach Deutschland und nach Europa ausgesandt hat. Dank sei Gott, dass er Missionar Dr. Peter Chang mit Einsicht und mit dem Herzen eines Hirten uns und Europa und mit unseren geistlichen Anliegen konfrontiert und dient. Gott möge uns helfen, in seine Fußstapfen zu treten und durch uns geistlich gesinnte Leiter aufstellen, die Deutschland und Europa mit ihren Anliegen konfrontieren. Gott möge uns in Europa helfen, gottesfürchtig zu sein, indem wir ihm für seine Gnade, für den Segen, den wir trotz unserer Sünden erfahren haben, demütig danken. Nachdem Nehemia das Volk nun, die Leiter des Volkes wegen ihrer fehlenden Gottesfurcht getadelt hatte, gestand er seine eigene Schuld ein. Sehen wir uns Vers 10 an. Lesen wir Vers 10 auch immer gemeinsam an. Vers 10. Bitte. Ich und meine Brüder und meine Leute haben unseren Brüdern. Nehemia ging nun voran und verkündigte die Maßnahme für alle Reichen und zuerst für ihn. Sie sollten den Armen ihre Schulden erlassen, komplett darauf verzichten. Die Einheit des Volkes stand auf dem Spiel. Wenn sie dieses Problem nicht gelöst bekommen würden, könnten sie den Wiederaufbau der Mauern nicht fortsetzen und sie blieben als ein Spott für die Heiden. Nehemia entschied als erster, den armen Geschwistern ihre Schulden ihm gegenüber zu erlassen. Als er als erster voranging, wurden die Vornehmen ermutigt, das Gleiche zu tun. Wir wissen nicht, wie Nehemia auf die Idee kam, die Anweisung des Schuldenerlasses zu geben. Vielleicht gab ihm Ezra, der Chefbibellehrer, die Idee. Denn der Schuldenerlass ist eigentlich Gottes Prinzip und Weisheit für den Umgang mit Schulden. 5. Buch Mose, Kapitel 15, Vers 1 und 2 sagt, alle 7 Jahre sollst du ein Erlassjahr halten. So aber sollst zugehen mit dem Erlassjahr. Wenn einer seinem Nächsten etwas geborgt hat, der soll es ihm erlassen und soll es nicht eintreiben von seinem Nächsten oder von seinem Bruder. Denn man hat ein Erlassjahr ausgerufen dem Herrn. Und in den Versen 4 und 6 begründet er, es sollte überhaupt kein Armer unter euch sein, denn der Herr wird dich segnen in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, zum Erbe geben wird. Denn der Herr, dein Gott, wird dich segnen, wie er dir zugesagt hat. Lest ruhig 5. Buch Mose, Kapitel 15. Man kann viel Weisheit und Einsicht finden. Es war eine Schande, dass das Volk Gottes, das unter dieser Verheißung des Segens stand, des Segens Gottes stand, ein Volk von Wuchern sein sollte, die es nötig hätten, gegen andere Kinder Gottes Wucher zu treiben. Es war eine Schande, dass es unter dem Volk Gottes solche Armut geben sollte, dass die Leute ihre Kinder als Sklaven verkaufen mussten. Nehemias Anweisung, die Schulden der Armen zu erlassen, war Gottes Weisheit zur Wiederherstellung der Einheit und der Identität des Volkes. Die Vornehmen und Ratsherren taten öffentlich Buße und erließen ihren Brüdern alle ihre Schulden, sodass die Einheit gewahrt bleiben konnte. Die Reichen wurden davon nicht arm und die Armen konnten wieder den Reichen vertrauen, sie umarmen und mit ihnen in herzlichem Vertrauen für das Werk des Wiederaufbaus zusammenarbeiten. Warum sollen wir aber, fragen sich die meisten Menschen,
den Schuldnern ihre Schulden erlassen. Ist es nicht gerecht und konsequent, dass sie ihre Schulden bis zum letzten Cent bezahlen? Nehemia entgegnete den Reichen, die auf Kosten der Ärmsten noch reicher werden wollten. Sie sollten Gottes Furcht haben. Gott hat uns seinen Segen anvertraut, geistlichen und materiellen Segen, damit wir ihn mit anderen teilen und ein gebendes und segnendes Leben führen. Uns sind unsere Sünden vergeben worden. Wir sollen aus Gottes Furcht anderen ihre Sünden vergeben. Gottes Furcht bedeutet hier, gemäß unserer neuen geistlichen Identität zu leben, statt gedankenlos nach der alten, natürlichen Innerlichkeit zu handeln und unser eigenes neues Leben zu verraten. Nach diesem Vorbild der Bibel und dieses Bibeltextes ist es auch eine Schande und Zeugnis mangelnder Gottesfurcht, dass wir es im reichen Europa wegen der Schulden an uns zulassen, dass längst verschwundene Krankheiten wie Malaria oder Tuberkulose wieder auftauchen, Kinder von armen Familien den SOS-Kinderdörfern abgegeben werden. Gottes Furcht muss uns dazu führen, dass wir wieder demütig werden und Gott für seine Gnade und Segen danken. Er hat uns gesegnet über unsere Vorstellungskraft und will uns weiter überreich segnen, damit wir anderen vergeben und dienen und ein gebendes Leben führen. In Gottes Furcht sollen wir uns davor hüten, nicht zu geben und die Schulden anderer nicht erlassen zu wollen. Ein echter Leiter wie Nehemia diskutiert nicht lange über die Frage nach dem Schuldigen. Er ging mit dem Vorbild voran, öffnete sein Herz für die elende Lage der Eltern, deren Kinder Sklavenarbeit verrichten mussten, und erließ den Juden alle ihre Schulden. Wir müssen auch vorangehen und Verantwortung übernehmen. Wir müssen uns an die Gnade Gottes erinnern und uns davor hüten, stolz zu sein. Als geistliche Leiter sollen wir dafür beten, dass Europa durch das Bilden einer Einheit geistlich erneuert wird und unser Volk herausfordern, die Schulden der anderen zu erlassen, so wie sie unsere Sünden vergeben haben. Wir können das nur durch Buße und nur durch Gottesfurcht tun. Ohne Gottesfurcht und Buße werden wir im Teufelskreis der Zerstörung bleiben und ein warnendes Beispiel für andere werden. Europa braucht Führung und Vorbild, nämlich geistliche Leiter wie Nehemia. Lasst uns Gott fürchten, uns an seine Gnade erinnern und mit Verantwortungsbewusstsein Deutschland und Europa mit seinen geistlichen Anliegen dienen, damit Europa geistig erneuert wird, Gott dient und Gott erfreut. Zweitens, Nehemias Vorbild, Verse 14 bis 19. Die Verse 14 bis 19 berichten über Nehemias praktisches Leben als Statthalter von Juda. Wir sehen uns die Verse 14 und 15 an. Lasst uns diese Verse, darunter auch den Leitvers, noch einmal zusammenlesen. Bitte? Von der Zeit an. Bis an das 30. Jahr des Königs Artasaster, das sind 12 Jahre, versicherte ich mich und meine Brüder als Statthalter. Denn die früheren Statthalter, die vor mir gewesen waren, hatten das Volk belastet und hatten für Brot und Wein täglich 40 Silberstücke von ihnen genommen. Auch ihre Leute waren gewalttätig mit dem Volk umgegangen. Ich aber tat nicht so um der Furcht Gottes willen. Nehemias Verantwortungsbewusstsein, sein Bewusstsein für seine Vorbildfunktion, ist bemerkenswert. In ihm sehen wir das Bild des guten Hirten Jesus. Er dachte viel über das Volk nach und forschte intensiv und fand heraus, dass die Juden viele schlechte Statthalter als Leiter in der nahen Vergangenheit gehabt hatten. Ihre Leiter hatten sie mit vielen übertrieben hohen Steuern belastet, sie für ihren eigenen Vorteil ausgenutzt und waren gewalttätig mit ihnen umgegangen.
Nehemia erkannte, dass sie deswegen auch Misstrauen ihm gegenüber in einer Ecke ihres Herzens hatten. Sie waren wie Waisenkinder. Um ein wahrer Hirte für sie zu werden, entschied sich Nehemia, auf seine Freiheit, sein verdientes Gehalt zu erhalten, zu verzichten. 12 Jahre lang. Er entschied sich, viel lieber eine Vertrauensbeziehung zu dem Volk Gottes zu entwickeln, viel lieber ein Hirte für sie zu sein. Für ihre Heilung entschied er sich, ihre Bürde und ihre Last selbst zu tragen. So diente er den Juden 12 Jahre lang, ohne auch einen einzigen Cent zu verdienen. Nehemias Beispiel fordert uns heraus, uns für die Schafe Jesu zu interessieren, ihre Anliegen zu finden und eine Entscheidung zu treffen, mit eigenem Verlust unserer Freiheit oder unseres Vorteils, ihre Bürde und Last zu tragen. Der letzte Vers dieses Abschnittes verrät uns Nehemias Geheimnis als Mensch. Lass uns den Vers 19, Nehemias Gebet, mal zusammen lesen. Bitte. Gedenke, mein Gott, zu meinem Besten an alles, was ich für dieses Volk getan habe. Was ist das? So ein selbstsüchtiges Gebet von Nehemia? Unmöglich. Nehemia verzichtete streng genommen auf gar nichts. Er bekam alles, all seinen Lohn, auf den er verzichtet hatte, mit vielen Zinsen später im Reich Gottes. Natürlich vergaß Gott gar nichts, worauf Nehemia alles verzichtet hatte. Gott lebt und Gott sieht alles, worauf wir verzichten, um ihm zu dienen und seinen Willen zu erfüllen. Und er wird uns über alle Maßen, mehr als wir uns vorstellen können und mehr als wir uns wünschen können, belohnen. Wir dürfen zu ihm kommen und unsere Hoffnungen auf ihn setzen. Wir wünschen uns natürlich nicht einfach nur Geld. Wir wünschen uns Glück, viele und glückliche Kinder, denen wir viel Gutes weitergeben können. Er weiß aber alles, worauf wir verzichtet haben, um ihm zu dienen. Nicht, weil wir edel und menschenfreundlich sind, sondern weil wir einfach unsere Hoffnung auf ihn gesetzt haben. Er wird uns nicht enttäuschen. Er wird unsere Hoffnungen mehr als wir denken und mehr als wir uns wünschen können erfüllen. Darum sagt er einst Paulus auch an die Korinther: Darum, meine lieben Brüder, bleibt fest, unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Auch Nehemia hatte solchen Glauben wie Paulus. Auch wir sollen solchen Glauben haben. Durch diese Lektion haben wir Nehemias Hirtenherz und seine Einsicht kennengelernt, mit dem er die innere Anfechtung gegen die auf die Einheit des Volkes Gottes bekämpfte. Er ging durch Buße und durch Verzicht selbst voran und führte auch die Leiter der Juden, nämlich die Vornehmen und Ratsherren, zur Buße. Er lehrte sie, die Einheit des Volkes Gottes für viel kostbarer als Geld oder persönlichen Vorteil zu halten. Er lehrte sie und lehrt uns auch heute, gottesfürchtig zu sein. Wir, die wir Gottes Segen und die bedingungslose Vergebung unserer Sünden empfangen haben, sollen anderen ihre Schulden erlassen, ihre Sünden vergeben und Gottes Segen weitergeben. Gott hüte das gesegnete Europa davor, dies nicht zu tun. Gott möge unser Land als einen Segen für Europa und für die ganze Welt gebrauchen und durch uns eine neue und moderne Geschichte Europas voller Segen und voller Herrlichkeit Gottes schreiben. Lasst uns zum Schluss den Leitvers, Vers 15, zusammenlesen. Bitte. Denn die früheren Statthalter, die vor mir gewesen waren, hatten das Volk belastet und hatten für Brot und Wein täglich 40 Silberstücke von ihnen genommen. Leute waren gewalttätig mit dem Volk umgegangen. Ich aber tat nicht so um der Furcht Gottes willen. Ja, lasst uns Gott danken.
Lieber Vater, hab vielen Dank, dass wir in dieser Stunde durch den geistlichen Kampf Nehemias für die Einheit lernen durften, uns an deine Gnade an uns zu erinnern und mit Gottes Furcht anderen ihre Sünden oder ihre Schulden an uns zu vergeben und zu erlassen, so wie du unsere stinkende Sünden vergeben hast und uns überreich gesegnet hast. Hab Dank, dass du jeden von uns als einen geistlichen Leiter für Deutschland und Europa gebrauchen willst, dass wir unser Volk und unseren Kontinent mit ihren geistlichen Anliegen dienen und die geistliche Erneuerung und Erweckung in Deutschland und Europa vorbereiten. Danke dir für dein Wort und bete in Jesu Namen. Amen. Amen.